Okay, einmal. Moment. Vector Trader. Die hat auch noch eine. Gibt es da doch so viele? Habe ich gar nicht mehr in Erinnerung. Haben wir schon. Okay, Soldier Bau. Schauen wir mal, wo der rumläuft. Bin mir jetzt nicht sicher, ob der nicht da bei dem anderen Rohr da drüben war. Aber das werden wir gleich feststellen. Das sind schon Benons Muiji hier. Den haben wir. Okay, und die Noise Pollution noch. Okay, und dann schauen wir noch kurz nach, welche Quest wir hierfür brauchen. Gut, also der ist auf alle Fälle der Richtige. Soll anscheinend nur bei Nacht gehen. Es sieht fast danach aus, als ob es gerade Nacht werden würde. Also haben wir Glück und können da gleich die Quest auch noch mit annehmen. Ich bin gespannt. Also die geht nur bei Nacht. Interessant, wusste ich auch nicht. Okay, das passt soweit, das passt soweit. Wir machen einmal hier eines auf sicher. Hauen mal die ganzen Schilde rein und dann schauen wir jetzt, wie gut wir hier zurechtkommen oder ob es doch ein Ticken zu hart ist noch. Aber eigentlich sollte das doch hinhauen. Ich bin gespannt. Okay, also auf alle Fälle Dynamit. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Ein Giant würde ich sagen, ohne Berserker werde ich nicht hinkriegen. Er würde mich wahrscheinlich sehr, sehr oft platt machen. Würde ich mir gut denken. Ansonsten geht das eigentlich relativ zügig vor uns so. So besser natürlich, wenn der Wolf zuerst angreift. Kriege ich weniger Schaden ab, aber es scheint auf alle Fälle mal einigermaßen zu laufen hier. Wenn
werden wir noch kurz schauen. Die zwei Quests aktivieren wir mal. Dann haben wir einen kleinen Gesamtüberblick über den aktuellen Status. Und schauen, wie weit wir hier kommen. Zwei Giants, das wäre interessant, würde ich mal sagen. Könnte schief gehen. Aber es sieht eh relativ gut aus. Ich glaube, ich müsste da auf dem zeitlichen hier auch hinkommen, beide zumindest mal ansatzweise ein bisschen runterzukriegen. Mal schauen, ob der in der Nähe ist. Ansonsten wird es schwierig werden. Also. Ganz so viel wird nicht mehr hinkommen hier. Ein bisschen Wasser hier ausrichten können. Also auch mit dem Snow dürfte das, wenn man kein Berserker in der Nähe ist, eigentlich ganz gut gehen. Problematisch könnte es natürlich werden, wenn dann mehrere Mobs gleichzeitig auf mich einprügeln, dann ist das keine Garantie mehr. Schauen wir mal, was da noch kommt.
So, das war's mit der heutigen Aufnahme. Teil 2 der Muiji und Luigi Quest wird in den nächsten Tagen folgen. Ich wünsche euch noch eine schöne Zeit. Bis dann. Tschüss.